Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir machen jetzt hier erstmal eine Eroberungsschlacht auf der Seite von Sparta. Diese Eroberungsschlacht ist gar nicht mehr so weit von uns entfernt. Uns wollen aber offenbar hier ein paar Tiere dran hindern, dass wir die jetzt machen. Aber nun gut, davon lassen wir uns einfach mal nicht stören hier. Mit diesen komischen Schweinen und Bären etc. Wir gehen jetzt einfach mal dorthin. Machen die. Weil da gibt es halt dann wieder sehr gute Erfahrungspunkte und die brauchen wir. Die brauchen wir momentan echt sehr. Aber jede Menge Erfahrungspunkte brauchen wir. Jede Menge. So, hier müssen wir hoch. Hier oben ist das kleine Lager. Und ein Spartiaten. So, hallo. Dann wollen wir mal eine Schlacht beginnen. Der mächtige Krieger mit dem zerbrochenen Speer. Du kommst gerade recht. Nun können wir die Grenzen der Athener angreifen. Wenn du dich uns anschließen willst, versteht sich. Ich teile den Sieg mit euch und die Beute. Überlebe die Schlacht und du wirst deinen Anteil erhalten, Söldner. Ich werde überleben. Keine Sorge. Ich werde jeden besiegen. Es sei denn, es sind plötzlich die stärksten Gegner der Welt. Aber an sich werden wir jeden besiegen. Ein schlechter Tag für Athen! Ein glorreicher für Sparta! So, alles schön hier vernichten. Zack. Weg mit dir. Jetzt bist du hier hinter mir dran. Da dicke Mann hier erstmal dran. Das ist der jetzt auch. Aua, Digga dran. So, hast du dein Schild? Dankeschön. So. Weg mit euch allen hier, ich kann es mit euch allen aufnehmen. Auch hinüber. Na gut, jetzt gehen wir erstmal rüber und kümmern uns auf den nächsten General hier. Zack. Der ist auch weg. Mich kurz in Ruhe. Ich muss euren Anführer umlegen. Ja.
Oh, bam, der ist auch weg. Das nervt manchmal ein wenig, wenn alle hier mit ihren komischen Schildern backen. Ach, wie gern ich auch ein Schild hätte. Das war manchmal mein Lebenstraum. Sehr schön, wir haben gewonnen. 39.000 EP. Hoho, das ist ordentlich. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hier zu machen. Wir schauen mal wieder auf die Karte. Was wir jetzt hier noch so haben. Einmal hätten wir hier in Lakonien noch eine Mission Level 43, was wir jetzt auch momentan sind. Das würde ich eigentlich machen. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch in Lakonien. Das machen wir. Wenn ich sogar richtig liege, ist das sogar die Insel oder der Ort, wo wir das Haus ja wieder freigeschaltet haben, sage ich mal jetzt dazu. Das von unserer Familie. Da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich erstmal hinreiten und werden dann diese Mission annehmen. Ich denke mal, die sollte eigentlich auch ganz gute Erfahrungspunkte geben. Da sie halt Stufe 43 empfohlen ist, was wir auch sind. Oder 42. So, dann wollen wir mal. Ferdinand, guter Ferdinand. Dann schauen wir mal ganz kurz, wo ist das? Damit ich ungefähr ja weiß, wo ich lang reiten muss. Okay, wir könnten aber hier noch, kurz den Anführer eigentlich platt machen hier. Lass uns das einfach mal noch tun. Ja, wir legen den einfach noch um. Also Pfeile müssen wir uns aber auch mal holen. Oder herstellen. Und um eine neue Rüstung wollte ich mich auch noch kümmern. Oder eher gesagt um ein Upgrade für unsere momentane Rüstung und so weiter. Ferdinand, bleib stehen. Hallo, Ferdinand. Na los, na los. Beide Seiten mal noch dran hier. Bam. Dankeschön für die Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind ja immer gut. So, ich nehme mal hier unterwegs immer noch so ein bisschen Holz mit und so weiter. Hier zum Beispiel das. Einfach damit wir auch Ressourcen so unterwegs sammeln. So, da vorne ist unser Ziel. Wir legen mal den hier um.
Ey, aua. Das hat schon ein bisschen weh. Das tut leicht zwiebeln. Boah, da sind aber echt viele, die jetzt gegen uns kämpfen wollen. Ja. Aber leider haben die alle keine Chance. So, tschüssi. Ich bin da mal weiter hier euren Anführer jagen. Jetzt kommen auch immerhin ein paar Söldner wieder. Ich hoffe mal, die Söldner sind ganz nette Level. Also jetzt nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig, damit wir damit auch nochmal ein paar schöne Rüstungen und sowas bekommen. Halt, den Anführer, den wir jetzt hier umlegen würden, ist es nicht der König? Weil wer zeigt sie hier drin an? Ach, kann man den gar nicht umlegen? Na, irgendwie ist ja alles zu. Naja, war trotzdem schön mit dir zu arbeiten. Ich bin sicher, du kommst auch ohne mich klar. Ja, du kommst doch ohne ihn klar. Nein, eigentlich nicht. So. Weg mit dir. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen auf Kopfgeldjägerjagd. Jetzt kommen nämlich einige. Wir bezahlen dann jetzt gleich einfach unser Kopfgeld und machen die Mission dort hinten. Lust, mal hier wegzumetzeln. Einfach wegen den Sachen, die immer dabei haben. So, dann stehen wir jetzt drauf auf die. Jetzt machen wir mal diesen Superschuss hier wieder mal. Was ist denn für ein Feuer hier? Also das fackelt gut uns weg. Lob an dem seine Waffe. Aber das waren jetzt halt schon einfach wieder mal echt verdammt viele. Da mischen sich halt auch einfach alle Bürger hier mit ein. Was ich manchmal ein bisschen schade finde. Weil ich würde halt manchmal am liebsten einfach nur alleine ich und die Söldner. Niemand anders. Das war halt einfach mal ganz cool, wenn wir das wieder mal nur hätten, wie meistens in solchen Straßengefechten und so. Aber hier so mitten in der Stadt, da möchte sich irgendwie gefühlt jeder ein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zu der Mission hin, wo wir hin wollten. Wir bezahlen ganz kurz hier die Kopfgelder, so zack. Ein Kopfgeldjäger wäre hier vorne, den könnten wir umlegen. Kommt. Da wir ja nicht von dem gejagt werden, ist es ja von daher ganz perfekt, weil dann kommen jetzt nicht noch mehr hier dazu. Bis da hinten kommt zufällig noch einer. So. Okay, nein, der rennt weg, oder? Nein, der hängt irgendwie fest. Der Arme. Ey, das war der mich gerade so angezündet hat. So, jetzt will er niemanden mehr anzündeln. So, bestätigen. Ja, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Ein schicker neuer Bogen.
Und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit dem. Weil sich das einfach halt lohnt. So. Und jetzt machen wir die Mission. Ich finde schon komisch, dass wir den Anführer leider nicht töten können. Aber es wäre halt schon ganz cool. Vor allem, weil was würde dann wohl passieren? Weil man muss ja betrachten, das ist ja der König hier. Oder zumindest können wir ihn ja eben nicht töten. Aber ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass man den nicht erledigen kann. Und wenn, wäre es ganz cool. So, wir klauen mal hier ein bisschen was. Und jetzt hänge ich hier fest. Ferdinand! Guter Ferdinand. Mach dich frei. So, das ist die Mission. Oh, was wollen die denn alle jetzt hier von mir? Wollen alle gegen mich kämpfen? Für Sparta. Nur weil ich eine Ziege blatt gemacht habe. Okay, ja, dann kommt mal ran. Dann kommt mal ran. So, jetzt endet das gleich wieder so wie gerade eben wahrscheinlich. So, einfach mal ganz kurz durchschlägen hier. So, zack. War das jetzt alle? Oder wie viele wollen hier noch es versuchen gegen mich von euch? Ihr solltet verstehen, wenn ihr keine Chance habt, oder? Aber leider versteht ihr das alle nicht. Ach, wir verstehen das wirklich alle nicht. Das ist ein verrücktes Land. Und gut. Dann machen wir jetzt einfach mal hier eine kleine Metzelfolge draus. Ich meine, wer metzelt heutzutage nicht gern? Los, renn weg. Hier unten ist ja auch eine Waffe. So, jetzt reden wir mit dem Missionsheini. Hallo? Nicht, wenn ihr noch einen kennt. Und da kommt noch jemand. Und da kommt noch jemand. So, jetzt können wir reden. Jetzt sind alle Geschichte. Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Ich brauche keinen Grund, ob gut oder nicht. Du bist wohl bissig, was? Mehr als so manch junger Hund. Vom Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie so langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athener Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden.
Gut, werde ich tun. Neue Quest, Ehrgeiz. So, dann wollen wir mal. Wir sind in einer Festung, also, okay. Wo ist denn diese Festung? Polemarchen sind in Athener Festung. Ach, das ist egal wo, so wie es aussieht. Ja, das ist so wie es aussieht, egal. Wo wir die umlegen. Quelle von Pyra. Hier oben. Könnten wir an einen rankommen. Da machen wir mal hier hoch eine Schnellreise. Und dann erledigen wir mal einen von diesen Polemarchen. Ja, ist doch eine ganz nette Mission. Was man eigentlich immer ganz nebenbei machen kann, so. Die Mission. Weil letzten Endes, wenn du eine Basis eroberst oder so, hast du die ja sowieso immer vor der Nase. Die Typen. Von daher trifft sich das da sehr gut. So. Und ich denke mal, wir werden den einfach mal ganz schnell leise ausschalten. Kommt drauf an, was wir alles zu tun haben in dieser Festung, weil ich denke mal, wir werden die jetzt schon ganz erobern. So, wir werden immer noch gejagt von den ganzen Söldnern. Deswegen heißt es etwas aufpassen. So, wir rufen mal den guten Ferdinand. Einen Söldner sehe ich und höre bis jetzt keine. Worauf ich Lust hätte, aber ich denke mal, das geht bestimmt nicht nochmal. Irgendwie nochmal hier bei solchen Kämpfen teilzunehmen. Das hatten wir ja schon mal in der Hauptstory. Aber kann man das mal auch einfach nochmal so machen? Weil darauf hätte ich irgendwie Lust. Ich fand das ganz cool. Wenn ich ganz so erschöpft wäre, würde ich mir das. Du stirbst gemeinsam mit mir! Nein, ich sterbe nicht gemeinsam mit dir. Du stirbst alleine. Obwohl, da drüben steht jemand. Vielleicht will der mit dir zusammen sterben. Ja komm, der will mit dir zusammen sterben. Zack. So, Ferdinand. Wir reiten jetzt dort hoch zu der Festung, aber davor möchte ich noch mal schauen, wo von der Rauch dort hinten kommt. Dort ist doch bestimmt noch mal ein Lager. Ja, damit liege ich auch richtig. So, was hat denn der hier? Was hat denn der? Oder die? Wo er gesagt? Chere, benötigst du gerade etwas? Die Banditen sind mit den Drachmen für mein Stück verschwunden. Wie soll ich jetzt das Bühnenbild bezahlen? Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jeden. Also gut, bitteschön. So, jeden Tag eine gute Tat. Drachmen und im Gegenzug haben wir jetzt immerhin ein bisschen was an EP bekommen. Trab los! Da vorne ist nochmal ein kleines Lager. So, da stoppen wir direkt mal einen kleinen Besuch ab. Hoffen wir. Start schon. Ja!
so wie es aussieht, sind hier überall noch Spartaner. Also kann es jetzt ganz gut sein, dass wir gleich jetzt wieder, wenn wir dort oben sind bei der Festung, ein paar der Marchen haben nur von Sparta. Und nicht von Athen. Ah, das wäre dann nicht so gut, dann können wir halt die Aufgabe halt bloß nicht weitermachen. Aber wir könnten halt immerhin... Alter, von wir hier? Ihnen ein Reichtum, sprich mit der Plünderin. Okay, wir haben hier nochmal eine extra Mission. Das können wir dann eigentlich gleich noch abhaken mit. Anscheinend haben wir irgendwo was gemacht. Für diese Mission. Daher gehen wir gleich mal noch mit zu der rüber. Obwohl, nein, dort hängen die blauen Flaggen. Hier waren Athener. Oder sind Athener. So, hier gibt es einiges zu tun. Hier haben wir auch schon einmal Kriegsvorräte verbrannt. Ich weiß auch noch weswegen. Wir mussten ja hier dieses eine Gegengift mal holen. Diese einen Hauptquest. Da ist der Polemarch. Nein, das war er nicht, okay. Komm schon, Feigling! Jetzt bist du dran. Da unten war noch ein Söldner. Oh. Ich hab kein gutes Gefühl dabei, wenn jetzt hier so viele wieder kommen. Alle auf einen so großen Haufen. Vielleicht bist du dran. Mein lieber Söldner hier. Ist ja auch gerade der erste zwei Level über uns. Also bis jetzt sieht das so eigentlich nicht danach aus. Dass er erst zwei Level über uns ist. Ja, jetzt haut er gut rein. So, weg mit dir, mein Freund. Lass mal jetzt hier hoch auf die Mauer. Die Bogenschützen müssen erstmal weg. Die sind gerade wirklich ein ernstes Problem. Da hinten will jemand Unterstützung anfordern. Oh oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Doch, er schafft's, oder? Ja. Soweit so gut. Ich bräuchte aber echt schnell Pfeile.
So, wir müssen jetzt mit der Plünderin erstmal sprechen. Wow, was macht denn der hier? Hilfe, ich will hier weg. Den hier will ich noch gerne wegmachen. Und danach verpieseln wir uns. Obwohl, dann noch mal einen Insert, ne? Ja, los. Der kommt auch noch dran. Na los, komm mit. Ach nein, ein Baubau. So, jetzt erstmal ein paar Stiche hier überall rein in sie. Sehr gut. Oh, da ist 47, also bei dem weiß ich noch nicht, ob wir da jetzt eher abhauen sollten. Ich glaube, wir haben jetzt zu viele Söldner gerade hier platt gemacht, deswegen kommt jetzt einer mit so einem hohen Level. Da hat auf jeden Fall ordentlich was auf dem Kasten. Aber er ist Wir müssen ihn nur erstmal gut mit Bogen hier bearbeiten. Ach du Schreck, so eine Waffe auch noch. Nein, das war's, wir sind hinüber. Da haben wir keine Chance mehr dagegen. Wären das jetzt normale Waffen gewesen, hätten wir das noch geschafft. Aber Feuerwaffe und dazu noch wenig Gesundheit, dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Also da bin ich jetzt auf jeden Fall nochmal gespannt, wenn wir jetzt gleich das noch abgeben hier mit dieser Mission, die wir haben. So, und mal sehen, was es nochmal für eine andere Mission hier ist. Den Polemarschen haben wir immerhin erledigt. Ich verstecke mich lieber. Dann wäre noch ein Söldner. Kommt, der ist dran. Das ist ein richtig krasser Dude hier. Nimm mal dein Schild. So, aber letzten Endes ist die zu fall. So, jetzt sprechen wir mit der Plünderin noch ganz fix. Das Holz nehmen wir mit. Zack. Hallo, kleine Plünderin. Kann ich dir heute behilflich sein? In alten Ruinen warten viele Geheimnisse.
Weit mehr als Steine und Trümmer. Du interessierst dich für die Vergangenheit? Ha, ich interessiere mich für Reichtum. Ich weiß, wo ein unglaublicher Schatz wartet. Aber in Ruinen treiben sich oft auch Banditen herum. Ich soll jeden einzelnen der Banditen töten. Jeder einzelne verdient den Tod. Die Götter sind dir hold. Ich habe es schon erledigt. Dann hast du dir das hier verdient. Ich danke dir vielmals. Das wird reichen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt auch an der Stelle hier die Folge beenden. Haben wir doch ganz schick gemacht. Schön ein paar Ziele abgearbeitet jetzt hier. EP bekommen viel. So kann man auf jeden Fall die Folge beenden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt doch gerne einen Kommentar und empfehlt mich gerne weiter an eure Freunde oder Kollegen. Das war's, haut rein und schönen Tag euch noch. Tschüss.